Ein Wort bitte. Moin Leute, hier zurück bei Ghost of Tsushima. Ist hier auch gleich direkt los. Ich bin hier einfach direkt gejoint und hat gleich mit Masako gleich einfach mal zu sprechen. Das ist jetzt auch die Quest, die wir jetzt machen werden hier. Oben links ist sie einmal und zwar ist das hier die Quest. Ja, werden wir gleich sehen wahrscheinlich. Und los geht's. Masako, was ist denn? Ein gewisser Kajiwara hat die Mörder meiner Familie rekrutiert. Sein Name steht auf der Liste. Er wohnt in dieser Präfektur. Dieser Mönch weiß wo, aber er verrät es mir nicht. Junshin meint es gut. Ich rede mit ihm. Okay. Junshin, schön euch zu sehen. Ebenso, Fürst Sakai. Fürstin Masako und ich suchen nach Kajiwara. Ihr wisst, wo er sich aufhält. Sie beschuldigte ihn schrecklicher Dinge. Ich fürchte um sein Leben, wenn sie ihn findet. Masako hat gute Gründe zu glauben, er habe die Mörder ihrer Familie rekrutiert. Das würde er nie tun. Er ist ein bescheidener Fischer, ein liebender Ehemann und Vater. Ich fürchte, sie ist blind vor Zorn. Junshin, ich muss mit ihm reden. Solange ihr es beim Reden belasst. Okay. Der Familienmensch. Ein Familienmensch, ja. Ja, gespannt, ob da nur ein Schauspieler ist oder nicht. Oder ob Masako. Nehmt die Straße von hier zur Küste. Kajiwaras Hütte liegt am Strand. Und? Wir nehmen die Straße zur Küste. Danke für eure Hilfe, Mönch. Friede sei mit euch, Fürstin Masako. Hier ist der Garten schon gehakt. Seht ihr das hier? Ja. Was habt ihr bitte zu Junshin anderes gesagt als ich? Er hört mir nicht mal zu, als würde man mit einem Stein reden. Ich glaube, er hat Angst vor euch. Angst? Warum? Ihr seid mitunter etwas einschüchternd. In unserer Welt ist das nichts Schlechtes. Wir jagen einen grausamen, bösen Mann. Er war ein Mann unseres Clans. Zuverlässig und geschickt, aber aufbrausend. Wir entschuldigten sein Verhalten, bis ich ihn dabei erwischte, wie er Frau und Tochter verprügelte. Der Feigling schlägt die eigene Familie. Da verbannte ich ihn, auf der Stelle. Ich bot seiner Frau und Tochter Zuflucht in unserem Haus. Am Tag darauf gingen sie wieder zu ihm zurück. Es ist nicht immer einfach. Man möchte glauben, sie ändern sich. Genau. Der Weg müsste zum Strand führen. Ohne die Pferde bemerkt man uns nicht so leicht. Wir müssen uns vorsichtig nähern. Ich will Kajiwaras Familie nicht gefährden. Ja, Pfeil und Bogen bieten sich da an. Na, Meisterschütze. Na, das sind ja Mongolen, oder? Das muss Kajiwaras Fischerhütte sein. Die Mongolen waren da. Vielleicht sind er und seine Familie bereits tot. Sie könnten noch am Leben sein. Gehen wir. Ja, oder auch nicht. Wir siegen die Mongolen. Komisch, dass die auf einmal hier sind, ne? Das ist ja ein stärkerer, kann ich sehen. Ach, ich muss so ein... Ist mir fertig? Moment. Oh,
Oh, noch ein bisschen. Muss noch ein bisschen gucken, ob es noch was zum Looten gibt hier, bevor es gleich weitergeht mit der Story oder liegen. Ich glaube, die wurden echt erwischt. Oh Mann! Ey! Ey! Mann, geh weg da! Ich sehe keine Mongolen mehr. Suchen wir im Haus nach Kachiwara und seiner Familie. Gut, ich bin doch kein so großer Bogenschütze, wie ich dachte. Oh, ich werde besser. Immer besser. Neue Stoffballen. Kein Stoff. Seide. Das kann sich kein bescheidener Fischer leisten. Das sind wohl Kachiwaras Frau und Tochter. Das hatte ich von Anfang an befürchtet. Haben die Mongolen sie getötet? Aber wo ist dann Kachiwaras Leiche? Die Klinge ist blutverschmiert. Sieht nicht nach einer Mongolenwaffe aus. Das ist ein Fischerwerkzeug. Masako, Fußspuren. Sie führen von der Hütte weg. Was, wenn Kachiwara überlebt hat? Einfach weggelaufen. Folgen wir den Fußspuren. Einfach weggelutscht. Was? Kachiwara! Das ist er. Fürstin Masako! Ein Mongolenangriff! Meine Frau und Tochter! Schweigt, Schlange! Ihr habt sie getötet. Aus Liebe. Besser ich als die Mongolen. Sie wollten es so. Ihr krankes... Jin! Ihr habt die Mörder rekrutiert, die meine Familie töteten. Wer bezahlt euch? Sagt es, dann töte ich euch liebevoll. So wie ihr eure Frau und Tochter. Ich weiß nur, dass er es verstand. Was verstand? Wie es ist, von euch vernichtet zu werden. Wie ich in Armut versank. Was es meiner Familie abforderte. Ja, toll. Wie war das jetzt? Ich ertrage kein weiteres Wort mehr. Alles, was er sagte, war gelogen. Außer, dass ich ihn ruiniert habe. Ich wusste, dass Sadao auch so denkt. Die Verschwörer verbindet ihr Hass. Der Clanangriff hatte persönliche Gründe. Angestiftet von einem Samurai mit tiefem Groll. Aber wer könnte das nur sein? Wir finden ihn. Okay. Ja, so eine kurze Mission. Dann die nächste Folge zugleich. Hoffentlich kommt noch eine weitere Masako-Nebenmission. Das Problem ist ja, es ist ja der zweite Akt. Das heißt, im dritten Akt geht es dann auch noch weiter mit Nebenmissionen, gehe ich von aus. Oh, Punkt. Sehr gut. Aber wir werden ja nach und nach das hier alles erledigen. Das heißt, man der Wildheit. Da habe ich schon ein paar mehr gekriegt von. So. Also mal gucken. Die Diebeln, eine Masse. Ja, genau. Das ist ja die nächste Quest, die wir angehen, würde ich sagen. Mal gucken, wo ich da starte. Da. Ja, ich mache erst alle Nebenquests, dann mache ich die Hauptquest und dann geht es auch schon durch in den nächsten Akt. Aber es dauert noch alles ein bisschen natürlich. Die Fragezeichen, wenn sie nicht auf dem Weg liegen, mache ich dann separat. Also nicht mit Videoaufnahmen, das wäre sonst zu viel. Weil es immer Fuchsbauten oder heilende Quellen und so, das ist dann eher langweilig. Also, wenn sie auf dem Weg liegen, mache ich sie, aber sonst, nein. Bringt halt nichts. Ups. Ups. Und ich brauche unbedingt noch Bambus zum Zerstückeln, damit ich noch Erschlossenheitspunkte kriege. Bedauere, ich kann euch nicht helfen. Nein, ich brauche Informationen. Das Pferdchen ist auch sehr lustig. Vielleicht wissen die Bauern etwas. Gut geparkt ist er. Gut geparkt. Halb gewonnen. Hä? Fürst Sakai, ich sorge mich um Sie. Junshin, um was ging es denn? Fürstin Masako sucht jemanden. Sie ist erbost, weil ich nichts wusste. Wie ihr mit Kachiwara dem Fischer geholfen habt? Habt ihr ihn je gefunden? Ja, nachdem er Frau und Tochter getötet hatte. Wie konnte ich nur so dumm sein? Meine Freundin mag hart sein, aber sie sagt die Wahrheit. Dieses Mal weiß ich wirklich nicht, wen sie sucht. Ihr habt nichts zu befürchten.
Ich rede mit ihr. Danke, Fürst Sakai. Auch, dass ihr die Mongolen vom Hof verjagt habt. Jetzt können wir neu aufbauen. Gut, dass diese Leute euch haben. Viel Glück. Die Diebin. Ob das was mit der Familiengeschichte zu tun hat? Ich glaube nicht. Von Masako? Ich glaube nicht. Links in Richtung Brücke, begleitet von Bewaffneten. Danke, das war's schon. Wussten die Bauern, nach wem ihr sucht? Nach jemandem auf der Liste. Eine Diebin. Ich helfe euch suchen. Das muss ich selbst erledigen. Die Bauern erwähnten bewaffnete Männer, die mitgingen. Söldner etwa? Professionelle Mörder. Das könnte es möglicherweise erschweren. Ich kann eure Hilfe gebrauchen, aber mehr noch euer Schweigen. Hä? Okay. Verlasst euch drauf. Laut den Bauern sind sie in Richtung Brücke außerhalb des Hofs gezogen. Hier entlang. Hierher! Los geht's. Sind bestimmt Ronin, sind bestimmt Strohhüte als Söldner. Moment. Ja, in diesem Spiel lohnt sich Looten halt extrem. Wer ist diese Diebin? Sie hat das Adachi-Anwesen nach dem Angriff geplündert. Wertvolle Erbstücke gestohlen. Persönliche Dinge. Das Schlimme ist, dass Mai einst unsere Dienerin war. Vor 3 Jahren ertappte mein Ehemann sie beim Stehen. Er wollte sie auspeitschen. Ich setzte mich für sie ein, aber sie musste gehen. Klingt, als würdet ihr sie vermissen. Sie war eine gute Freundin. Ihr Verrat schmerzt mehr als die anderen. Ach so, okay. Ist blöd. Oh, den sehen wir. Sag doch, die Strohhüte. Ich werde alles verkaufen. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Zu spät. Er wird diese Erbstücke selbst verkaufen. Bringt uns jetzt zu ihnen. Ich bezahle euch und behalte sie. Ihr habt kein Geld. Ich habe diesen Kamm aus Gold mit Perlen. Oh, den will ich haben. So ein Geschenk. Er könnte etwas wert sein. Nein, er würde uns töten. Genug jetzt. Bringt uns zu den Erbstücken. Wir brauchen die Söldner nicht unbedingt lebendig. Nur sie. Je mehr wir von ihnen ausschalten, desto einfacher erreichen wir unser Ziel. Lasst euch nur nicht sehen, sonst tun sie ihr etwas. Folge May zu den gestohlenen Erbstücken bringt, besiege die Ronin, ohne entdeckt zu werden. Also das funktioniert. Soll ich das süßen? Mann, ist ja noch Frosch im Hals. Alle nacheinander weggeholt. Zu nah. So, anscheinend wohl nicht. Jetzt fast geschafft. Wohin? Hier ist nix. Noch nichts. Ihr verratet uns noch. Ja, hallo? Wann soll ich die denn schnitzeln? Es geht einfach von der Gruppe weg und nimmt es hin, sieht das nicht raus. Es war einmal ein Mädchen, das in einem
verliebten sich sofort ineinander. Zu nah. Hallo. Verwandelt. Ihr verratet uns noch. Meine Frau kennt diese Art von Magie. Das Mädchen flog als Dämon zur Abtei des Mönches. Er sah sie kommen und versteckte sich hinter einer Glocke. Doch sie war schlau und legte Feuer um die Glocke herum, die sodann schmolz und den Mönch darin. Ja, ist ja gut. Hä? Was ist los? Alter. Moment, ich muss ja kurz irgendwas gucken. Jetzt nicht so, wie es sollte. Ich wusste jetzt nicht, dass ich da den vorher noch spielen musste, weil da stand ja eben Folge Mai oder nicht. Naja. Lebensmission nicht erfüllt. Jin, ich muss mit Mai sprechen. Sagt, wenn ihr mich braucht. Ihr stahlt die Erbstücke meiner Familie für diese Mörder. Wie konntet ihr mich verraten? Hab ich nicht. Ihr habt mich verstoßen. Ich habe euch gerettet. Mein Mann wollte euch auspeitschen. Er wusste es. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ich war die Fürstin des Adachi-Clans. Und ihr eine Diebin. Doch, ich liebe euch. Dann sagt mir, wem ihr dient. Er tötete meine Familie. Ich bin die Nächste. Das lasse ich nicht zu. Ich bringe euch zu euren Erbstücken. Okay. Also hätte vorher den Stuhl Donner wegstimmen können, den vierten. Wir wissen, dass ihr für einen Samurai arbeitet. Ich kenne weder seinen Namen noch sein Gesicht. Wir tauschen uns nur über Nachrichten aus. Er wusste von uns, meine Herrin. Wie? Ich weiß es nicht. Er sagte, er wisse, wie es ist, euch zu lieben. Dass er meinen Schmerz verstehen könne. Masako. Mai war meine einzige... Bisher die einzige... Er war besorgt wegen der Erbstücke, dass sie kaputt gehen könnten. Er will sie verkaufen. Sie haben nur sentimentalen Wert. Er wird kaum Geld dafür bekommen. Dann will er sie vielleicht gar nicht verkaufen. Vielleicht haben sie auch für ihn Bedeutung. Er war besitzergreifend in seinen Briefen. Als wären sie seine. Die Erbstücke gehörten ganz allein meiner Familie. Ich bin als Einzige noch übrig. Ja. Die ganze Familie. Eure Erbstücke ist, liegen im Gebüsch. Die Erbstücke Jim, natürlich noch mehr wert. Sammelt ihr sie ein? Ich muss mich verabschieden. So, ich ja, als ich erfuhr, dass ihr noch lebt, wollte ich sie zurückgeben. Ja, ich wusste nur nicht, wie. Flöte der Adachi-Familie. Eine alte Bambusflöte, mit der Fürstin Masako mit ihren Enkeln den Wechsel der Jahreszeiten zu feiern pflegte. Okay. Danke.
Wo ist Mai? Heimgegangen. Heimgegangen. Jill. Nur damit ihr es wisst. Ich... Ihr schuldet mir keine Erklärung. Ich liebte meinen Mann. Aber Mai liebte ich auch. Was tut ihr noch? Das werde ich immer tun. Der Mann, den wir jagen, hat Gefühle für euch. Außer meinem Mann und Mai hatte ich keine Liebschaften, keine Verehrer. Vielleicht hat er gelogen, um so neue Rekruten zu bekommen. Ich weiß nicht, wer so etwas tun würde. Wir suchen weiter. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn diese Zeit kommt, lassen wir ihn büßen. Okay. Fertig. So, noch PvP. Sehr schön. Aber leider den einen nicht geschafft da, ne? Den vierten. Talisman der Prügelei, ja. Die Verschwörung. Geht's noch weiter? 8 von 9. Samurai-Clan-Rüstungsfarbe. Okay, dann machen wir das auch nochmal. Wo ist denn jetzt hier? In die Richtung muss ich? Okay. Sorry fürs Räuspern, geht aber gar nicht anders. Mann, ey. Selber auf den Keks. Wo ist Junshin? Fürstin Masako! Sprecht, Mönch! Bitte hört auf! Wo ist Junshin? Masako, was tut ihr da? Diesem Mönch das Sprechen beibringen! Mein Herr, helft mir! Masako, überlass das mir. Gut. Aber wenn er bei euch nicht redet, bei mir wird das. Ich dachte, sie würde mich töten. Euch wird nichts geschehen. Was wisst ihr über Junshin? Junshin half den Überlebenden am Rotlaubtempel. Doch die Mongolen plünderten ihn. Dann ist er in Gefahr. Wir werden ihn finden. Okay. Was wollt ihr von Junshin? Er ließ meine Familie ermorden. Er rettete Flüchtlinge. Er stand nicht auf der Liste, die wir fanden. Er bekam im Tempel eine Nachricht. Sie war identisch mit der, die die Verschwörer bei sich hatten. Junshin sollte Vorräte für seine Flüchtlingslager erhalten. Im Gegenzug sollte er ihnen meinen Aufenthaltsort preisgeben. Das war nur ein Angebot. Es beweist nichts. Es beweist, dass er mit dem Mörder meiner Familie in Kontakt stand. Wir gehen dem auf den Grund. Wir reden mit Junshin. Oder werden ihn direkt wieder schnitzeln. Man sah ihn am Rotlaubtempel. Die Verschwörung. Mann. Dann los. Jo. Wartet auf mich. Macht schnell. Los geht's. Höher! So, wollen Sie mich hinführen? Wenn wir den Mönch finden, kümmere ich mich um ihn. Vergesst nicht, wir wollten mit ihm reden. Die Mörder meiner Familie redeten mit ihren Schwestern. Masako, ihr tötet Junshin nicht, bevor feststeht, dass er schuldig ist. Euer Vater wurde ermordet. Habt ihr mit dem Mörder geredet? Nein. Fürst Shimura hat ihn aufgespürt und ihm den Kopf abgeschlagen. Ihr hattet eure Rache, Jin. Steht also meiner nicht im Weg. Okay. Kein Problem. Hilfe! Mongolen hört sich schon mal gut an. Wenn er hier rumsteht. Genug!
Bastarde! Das büßt ihr! Genau so. Tempelgelände ermordet. Wir müssen Jun Xin finden. Hier lang. Ja, Kunai ist einfach ist immer. Und der Mönch auch. Aber es wirkt, Kunai. Es wirkt einfach. Es ist einfach super. Runter. Die erledigen wir. Nein, wir schlagen leise zu. Jen. Sie könnten den Mönch töten. Na gut. Ich nehme ein, ihr den anderen. Okay. Ich tu links. So ein Blödsinn. Ich habe ihn gedrückt, was hat nicht funktioniert, ey. Ach komm schon, ey. Oh. Das war jetzt gerade wieder nicht so gut, weil ich die Kampfform nicht geändert hatte. Aber der hat eben auch nicht connected und wollte dann nicht meinen Attentat ausführen. Warum auch immer, keine Ahnung. Oh. Verstärkung. Seid ihr das? Ich muss Jun Xin retten. Erst eine Tür aufmachen und wieder rausgehen. Nein. Eigentlich wollte ich nur looten. Looten. Fürst Sakai, seid ihr das? Ja. Tempel. Hallo? Masako! Zur Seite, Jin. Er verriet meine Familie. Lauft! Wenn wir kämpfen, siegen die Mongolen. Was? Sie haben schon gewonnen. Jetzt muss gegen sie kämpfen, was? Komm schon. Lass mir mal einen Frosch mal. Ja, sorry nochmal dafür, mein Räuschen. Geht gerade nicht anders. Verkühlt in der Nacht. Ich will nicht gegen sie kämpfen. Nein, will ich nicht. Ihr wart eine Freundin. So, warte mal. Gebt mir den Mönch. Nein. Boah, erstmal klarkommen wir, sonst hab ich einen Kampfstil. Ich hab abgewehrt. Ein Glück. Ihr verteidigt einen Mörder. Ihr wollt mit ihm reden. Reden ist nutzlos. Ihr habt euer Wort. Ich gab mein Wort meiner Familie. Ja. Ha. 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 Ey, das ist schon verrückt, scheiße. Hört ihr sie kommen? Sie sind der Feind. Alter, was ist los? Oh oh, da kommen sie. Wir haben sie gefunden, sehr schön.
Genau rein, ich sehe nichts mehr. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Okay, er dreht durch, alles klar. Problem. Komme. Ihr gabt mir euer Wort. Beim Anblick von Junshin sah ich nur meine toten Enkel vor mir. Ihre vom Tod entstellten Gesichter. Und ihr habt ihn beschützt, Sakai. Da wolltet ihr mich töten? Habt ihr euren Verstand verloren? Ich habe alles verloren. Nein, ihr habt alles geopfert. Aus Rache. Und was empfindet ihr, wenn ihr an Ryozo denkt? Der Zorn darf uns nicht verzehren. Nicht blind machen für unsere Freunde. Ihr vertraut mir noch. Junshin kommt nicht weit. Wir spüren ihn auf. Masako. Versucht nie wieder, mich zu töten. Ja. Werde ich nicht. Versprochen. Naja. Sucht seine Spuren. So, ich hoffe mal, langsam geht mein Frosch raus, aber irgendwie will er doch noch nicht. So, wo soll ich jetzt hin? Erstmal muss ich looten. So, wo, wie, was, wer, wo? Die Kamera an sich so komisch. Da krieg ich da noch. Nee, ne? Hier drüben. Ach, den Mönchen, ja, genau. Junshin ist hier entlang. So, da wollen wir ihn mal finden. Er kann nicht weit sein eigentlich. Er ist wohl in den Wald gelaufen. Wenn wir Junshin finden, sollte ich zuerst mit ihm reden. Ihr vertraut mir also nicht. Wie dem auch sei. Junshin tut es nicht. Und er muss reden. Ihr habt recht. Doch vergesst nicht, Jin. Zum Reden braucht er nur seine Zunge. Aha. Hat seine Füße und Beine nicht. Da ist er. Bitte! Wer bot euch Vorräte für Informationen über Masako? Sie nannte sich Fürstin Hana. Lügner! Masako wartet. Wer ist Fürstin Hana? Meine Schwester. Sie wurde mit dem Rest meiner Familie massakriert. Sie besuchte mich vor 2 Nächten. Trug einen purpurnen Kimono mit goldener Schärpe. Ich weiß noch, sie roch nach Chrysanthemen. Nein. Ich erzählte ihr gar nichts über euch. Ich schwöre es. Verschwindet. Okay. Familienverrat. Meine Schwester lebt. Sie ermordete die Kinder. Warum sollte sie euren Clan zerstören? Ich weiß es nicht. Aber ich werde sie finden. Ihr müsst das nicht allein tun. Trefft mich in Kamiyagata. Okay. So, die Verschwörung auch abgeschlossen. Meine 3 Quests. Letzte Quest werde ich auch mit einer anderen Aufnahme machen. Allein schon, weil ich die ganze Zeit Frosch im Hals habe. Den einen Tapferkeitspunkt hier und Fähigkeitspunkt werden wir nochmal einlösen. So, Talisman der zweifachen Zerstörung. Was ist das denn? Jahreszeiten des Krieges, Clanrüstungsfarbe.
So, warte mal eben. Talisman, wenn wir mal kurz mit dem anderen gucken. Zerstörung. Entschlossenheit, Entschlossenheit, Entschlossenheit. Ich habe so viele Talismänner mittlerweile. Alter. Niederer Nahkampf-Talisman. Angriffe haben eine Chance von 10% doppelten Schaden zu. Ach, ne, ist langweilig. Das ist. Oh, das ist aber langweilig. So, leveln. Da waren wir ja noch. Den letzten Baum hier erledigen, oder? Ich glaube, wir machen den letzten Baum hier fertig. So, dann als nächstes kommt das hier dran. Wie ihr seht, ich bin auch ganz gut weit gekommen, schon mittlerweile mit dem Leveln. Also kann sich eigentlich sehen lassen. Da fehlt natürlich genug, aber da kommen wir auch noch zu. Das werden wir auch noch alles fertig machen, natürlich. Und dann als nächstes, wo ist die letzte Quest von ihr? Moment. Gibt's im Moment nicht. Ah, okay. Muss ich wahrscheinlich bis Akt, oder vielleicht doch. Nee. Und die beiden Sachen offen. Die mache ich im nächsten mit. Und dann kommen wir auf die Hauptquest. Ja, dann sind wir hier in dem Akt 2 mit Masako durch, würde ich sagen. Das ist schon mal gut. Danke fürs Zusehen. Sorry für mein Räuspern immer. Ließ sich jetzt nicht vermeiden. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei diesem schönen Spiel Ghost of Tsushima. Danke für den Support. Tschüss.